Ich war noch nie hier oben. Ich habe zwar von den weisen Mitra was gehört, mich aber nie sonderlich für sie interessiert. Warum nicht? Ist eine Geschichte nicht wertlos, wenn sie nicht erzählt wird? Wenn das Wissen über unsere Vergangenheit geheim gehalten wird, könnte es genauso gut nicht existieren. Das Sicherheitssystem überwunden. Ein Alien. Wie ist das möglich? Ich bin Ryder, Pathfinder der Andromeda-Initiative aus einer Galaxie namens Milchstraße. Das erklärt nicht, wie oder warum Sie fähig waren, die Relikttüren zu bedienen. Aber das spielt keine Rolle. Sie müssen gehen. Wir unterhalten hier keine Gäste. Haval verfällt. Wenn Sie mir etwas über den verschwundenen Monolithen erzählen, kann ich Ihnen helfen, das Problem zu lösen. Ich kann das Gewölbe neu starten. Mit Ryders Hilfe könnte Haval, unsere Geburtsstätte, geheilt werden. Sollten wir nicht alles dafür tun? Er ist verschwunden. Die Erinnerungen an seinen Standort wurden nicht wiedererlangt. Wir in Mitrava haben Havals unvermeidlichen Untergang akzeptiert.
Sie geben Ihren Planeten einfach so auf? Aber er ist Ihre Geburtsstätte. Wollen Sie ihn denn nicht retten? Zwischen Wollen und Können liegt eine gewaltige Kluft. Was Sie verlangen, kann Ihnen niemand geben. Die Erinnerung an den Monolithen ist in einem Strang enthalten, der uns entglitten ist. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Wir glauben an Reinkarnation, an einen ununterbrochenen Strang. Vor langer Zeit gab es jemanden, der von dem dritten Monolithen wusste. Sorai, ein Streiter der Angara aus der Ära vor der Geißel. Sorais Seele ist zurückgekehrt und könnte dazu gebracht werden, sich an ihr früheres Wissen zu erinnern. Wir haben allerdings keinen Kontakt zu ihr. Sie sagen also, es gibt eine Möglichkeit, die Leute dazu zu bringen, sich an ihre früheren Leben zu erinnern? Seelen kehren innerhalb einer Familie zurück. Ein Objekt, ein Erbstück, das eng mit dieser Blutlinie verbunden ist, könnte alte Erinnerungen wecken. Aber es gibt dafür keine Garantie. Es gab in der Vergangenheit einzelne Fälle, in denen es bei anderen Seelen funktioniert hat. Das einzige bekannte Erbstück von Sorais Familie befindet sich in einem Gebiet mit aktiven Relikten. Niemand hat die Reise überlebt. Aber vielleicht schaffen sie es ja. Sorais Seele wurde in Tavos wiedergeboren. Er ist jetzt ein Rokar, der vor kurzem im Rahmen einer Mission nach Havar zurückgekehrt ist. Ein Rokar? Das dürfte schwierig werden. Deshalb sind Sie ja hier, Jor. Es wird den Rokar nicht gefallen, dass ich Ihnen helfe. Mag sein, dass das hier eine Sackgasse ist, aber wir müssen es zumindest versuchen. Ich schicke Ihnen die entsprechenden Koordinaten. Wir haben Havar als verloren betrachtet, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Oh, gut. Ich wollte ohnehin mit Ihnen reden. Wie können Sie die Relikte benutzen? Mit einer künstlichen Intelligenz, die bei der Analyse und Übersetzung hilft. Das ist der Trick. Darauf wäre ich nie gekommen. Angara, die in der Nähe von Relikttechnologie leben, haben manchmal, wie man bestimmte Tech benutzen kann. Dazu ist intensive Konzentration erforderlich. Und selbst wenn es funktioniert, verstehen wir nicht, wie es funktioniert. Einige von Ihnen können also Relikttech benutzen, aber Sie wissen nicht, wie es funktioniert? Nicht jede Relikt-Tech, nein. Wie gesagt, nur bestimmte Teile. Nehmen Sie zum Beispiel Mitrava. Einige von uns können das Sicherheitssystem steuern, das die Zuflucht beschützt. Dieses Wissen wird seit Generationen weitergegeben. Ich selbst habe ein Jahr gebraucht, um zu lernen, wie man eine einfache Tür öffnet. Es ist wie der Unterschied zwischen dem Wissen, dass man die Frucht eines Baumes essen kann, und dem, warum sie überhaupt wächst. Ich sollte jetzt gehen. Wie Sie meinen. Es muss, lässt sie ohne Aufsicht herumgehen. Sie stören den Unterricht. Von mir aus könnte es ruhig mehr Störungen geben. Verzeihung. Es war nicht meine Absicht, Sie zu stören. Und dennoch sind Sie hier. Also, das Antriebssystem, das Beschal hinauf in den Himmel brachte, war inspiriert durch vier Teile der Relikte. Und das ist nur ein Beispiel. Unser Fortschritt gründet oft auf der Entdeckung von Reliktartefakten. Wo sind diese Artefakte, von denen Sie gesprochen haben? Die wenigen, die noch existieren, befinden sich im Speicher von Aya. Viele sind allerdings verloren gegangen. Es gibt allerdings Gerüchte, dass lang vergrabene Dinge zum Vorschein kommen, je wilder die Wildnis wird. Es ist bestimmt klug, alles zu untersuchen, was wir finden. Vielleicht verschafft uns irgendwas da draußen einen Vorteil gegenüber dem Cat.
Glauben Sie, dass die Angara entscheidende wissenschaftliche Ideen von den Relikten gelernt haben? Ich glaube das nicht nur. Das ist eine verbürgte Tatsache. Einige Artefakte wurden sogar im unfertigen Zustand zurückgelassen. Wahrscheinlich, um zu zeigen, wie man sie zusammensetzt. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Unterricht. Wurde auch Zeit. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Der Tod naht. Und es fällt schwerer, sich der Möglichkeit zu stellen, dass ich Amara vielleicht nie wiedersehe. Verzeihen Sie die Störung, aber was ist passiert? Amurd ist krank. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Amurd, vielleicht kann diese Fremde helfen. Wenn sie in Palais war, hat sie möglicherweise etwas gesehen. Ich komme tatsächlich aus Palais. Die kleine Forschungsstation? Forschungsstation? Früher war das eine große Siedlung, Andar. Amara ist dorthin gezogen, als sie Mitrava verließ. Palev wurde vom Dschungel übernommen, weißt du nicht mehr? Vor ein paar Zyklen. Alle sind von dort weggegangen. Oh, ja, jetzt erinnere ich mich. Aber das bedeutet, dass Amara fort ist. Es gibt vielleicht noch einen Weg, sie aufzuspüren. Alle Dara pflegen Unterlagen, oder nicht? Wenn eine organisierte Evakuierung stattgefunden hat, müssen sie das dokumentiert haben. Und dort muss stehen, wohin sie gegangen ist. Pala, das ist genial. Wo werden diese Unterlagen aufbewahrt? Wahrscheinlich in einem Verwaltungsgebäude, falls es noch steht. Und die Maschinen noch funktionieren. Es ist eine kleine Hoffnung. Ich will sie nicht drängen, Fremde, aber ich würde jede Neuigkeit über meine Schwester sehr begrüßen.
muss das auch für die alten Angara gewesen sein, als sie in der Wildnis merkwürdige Dinge gefunden haben. Möglicherweise entdecken wir durch ihren Fund etwas Neues. Wir sollten ihn zur weiteren Analyse mitnehmen. Die Monolithen sind miteinander verbunden und schicken Anweisungen über den ganzen Planeten. Aber mit nur zwei von dreien ist es, als würde der Planet einen Code ausführen, in dem ein Stück fehlt. Warum ist er dann nicht auch so kaputt wie die anderen Welten, die wir gesehen haben? Alle Planeten beginnen anders. Wenn sie verfallen, tun sie es ebenfalls unterschiedlich. Thank you.
aus. Pathfinder.